Topics. Ich glaube, das sind durchaus auch gute Mikrofone. Herzlich willkommen allen, die heute noch mal hier sind. Wie kann man es schon gesehen? Das wird der letzte Vortrag sein, den wir in dieser Reihe live durchführen. Die nächsten drei Vorträge werden nur noch über Zoom stattfinden. Das ist sehr schade, gerade auch für eine Podiumsdiskussion, aber es sieht so aus, als würde keiner von unseren Referentinnen und Referenten noch anreisen können, beziehungsweise die alle müssen entweder zuerst hier oder dann bei der Reise in Quarantäne. Umso mehr bin ich froh, dass heute Christine Wichsel es geschafft hat, hierher zu kommen und wir alle drei hier vereint sind und mit Ihnen zusammen noch einen Abend live gestalten können. Christine Wichsel, bevor werde ich gleich vorstellen, vorne einfach ganz kurz zum Ablauf des Abends. Wir müssen hier ziemlich pünktlich, wirklich spätestens um 7:30 Schluss machen. Und deshalb bitte ich Sie wirklich, wenn Sie Fragen haben, gleich während des Vortrags notieren Sie sie und scheuen Sie sich nicht, gleich am Anschluss in die Diskussion einzusteigen. Das hören hoffentlich auch unsere Zoom-Teilnehmer hier, also chatten Sie ruhig schon während des Zooms los. Und schließen Sie mit Ihren Fragen los, damit wir gleich in die Diskussion einsteigen können und die Zeit, die wir haben, auch wirklich nutzen. Okay, und jetzt zu unserem heutigen Gast, Christine Wichsel, die hier quasi auf Fontes zurückkehrt, die hier am Geographischen Institut in Bern promoviert hat und seit 2013 aber an der Uni Freiburg ist und dort seit 2018 Ordinaria am Departement für Geowissenschaften. Christine Wichsel, nur ganz kurz, hat sich in vielfältiger Weise eben schon mit der Region Zentralasien befasst. Das ist wirklich einer ihrer großen Arbeitsschwerpunkte. Sie hat einerseits zu Irrigation und zu Wasserkonflikten geforscht in Zentralasien, besonders im Ferganatal. Einen größeren Komplex geführt zu der Frage der Wahrnehmung und Darstellung von Städte und Städtenlandschaften in Zentralasien allgemein. Und hat jetzt gerade mit einem neuen Projekt begonnen, das sich mit der Geschichte der sowjetischen Gletscherforschung in Zentralasien befasst. Wir wiederum hören auch wieder etwas, was in der Steppe stattfindet, aber dann auch noch die kosmische Dimension. Ganz herzlichen Dank für diese Einführung. Ich freue mich ganz besonders, hier zu sein, weil ich eben an der Hallerstraße Geographie studiert habe und promoviert habe. Ich freue mich eben auch sehr, dass noch mal mit Präsenz möglich ist. Oh ja, genau. Vielen Dank. Jetzt sollte es gut sein, weil ich auch in der letzten Zeit, wie Sie alle, viele Dinge digital gemacht habe. Ich werde heute, das Thema meines Vortrags ist, wenn Dinge vom Himmel fallen, Raketentürme in Kasachstan als imperialer Schutz. Ich möchte damit beginnen, Ihnen ein Bild zu zeigen. Es zeigt eine Foto von Jonas Benediktsen für Magnum und es zeigt den Überreste eines Raketenantriebs auf der kasachischen Steppe. Es ist Raketen für Raumschiffe werden in Stufen gebaut und diese Stufen werden die ersten Stufen erreichen, die Erdumlaufbahn nicht, sondern werden entlang der Flugbahn wieder zurück auf die Erde abgeworfen. Dieser Raketenantrieb wurde in Baikonur gestartet. Baikonur ist der russische Raumbahnhof heute in Kasachstan. Und das ist das Thema großräumig, mit dem ich mich heute im Team befassen möchte. Wenn Dinge vom Himmel fallen. Ich beginne mit einem Zitat eines kasachischen Aktivisten, das ein Kollege von mir, Robert Kopak, vor einiger Zeit publiziert hat. Ist auf Englisch. Who else do you know in the world that lives under the path of rockets, where pieces are designed to fall from the sky, to blow up entirely and are told that things are okay? Das ist etwas die Leitfrage für diesen Vortrag, mit dem ich mich beschäftigen möchte, denn die Frage stellt sich effektiv, ja, warum denn eigentlich? Weil die meisten Raumbahnhöfe an der Küste gelegen sind, Cape Canaveral, Kourou in French Guyana, sie Raketen starten über dem Meer und die Raketenstufen fallen dann auch ins Meer, ebenfalls über Treibstoff.
Und ich möchte jetzt in diesem Vortrag etwas ergründen, warum den kasachischen Menschen Raketenteile auf den Kopf oder zumindest neben den Kopf fallen. Thema und Ziel des Vortrags von heute wäre, Ihnen eine historische politische Geografie der Raketentürmer der kasachischen Steppe näher zu bringen. Historische politische Geografie ist mein Feld, ist auch die Art und Weise, wie ich Bewässerungsfragen untersuche oder Fragen zur Steppe stelle. Ich möchte Ihnen mehr sagen zur vorsowjetischen und sowjetischen Geschichte des Raumbahnhofs Baikonur in Kasachstan. Ich möchte Ihnen auch aufzeigen, dass Raumfahrt, ein Thema, das wir in der Geografie nicht speziell thematisieren, auf politischen und räumlichen Machtbeziehungen beruht, sowie auch neue solche schafft. Man denkt immer, Raumfahrt ist etwas, was primär ins Weltall gerichtet ist, die Veränderungen, die im Weltall vorgenommen werden. Ich argumentiere hier, dass Raumfahrt eben auch zurück auf der Erde neue Machtbeziehungen schafft. In Bezug auf das Thema der Reihe möchte ich Ihnen aufzeigen, dass die Mensch-Umwelt-Beziehungen in Zentralasien bestimmt durch postimperiale und postimperiale Konfigurationen sind. Was erwartet Sie heute zum Inhalt des Vortrags? Ich werde Ihnen zuerst eine Einführung geben ins Thema des Weltraumschutzes. Komme dann auf mein konzeptuelles Rahmenwerk, imperiale Schutt und imperiale Formationen. Zeige Ihnen dann auf, wie der Weltraumbahnhof und die Siedlung Baikonur entstanden sind. Schaue dann die Steppe und den Kosmos als Neuland der sowjetischen Moderne an und betrachte dann Kategorisierungen und Hierarchien der Raumfahrt. Am Schluss komme ich auf das Thema zurück, Raketentürme als imperiale Schutz. Weltraumschrott ist etwas, was Sie vielleicht auch schon gehört haben, wovon Sie vielleicht auch schon gelesen haben. Es ist ein Thema, das zunehmend in wissenschaftlicher Literatur diskutiert wird, zum Teil auch in den öffentlichen Medien thematisiert wird. Es sind Teile von Raumflugkörpern, welche nicht mehr funktionieren oder nicht mehr in Gebrauch sind. Wir sprechen normalerweise von Satelliten, Raketenstufen, Landemodule, Geländewagen oder andere Geräte. Existent sind sie natürlich noch nicht sehr lang, weil Raumfahrt etwas ist, was im 20. Jahrhundert entstanden ist. Von Weltraumschrott sprechen wir eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg, seit dem ersten Raketenstart. Weltraumschrott, die Debatten um Weltraumschrott betreffen meistens den Weltraumschrott in der Umlaufbahn zwischen 160 und 40.000 Kilometer Höhe. Das sind ein beträchtlicher Anteil von Schrott. Sie können sehr schön dokumentierte Simulationen auf dem Web abrufen, die aufzeigen, wie dieser Schrott gewachsen hat. Im Moment geht man davon aus, dass es 22.000 Teile größer als 10 cm gibt und um die 500.000 Teile zwischen 1 und 10 cm. Es gibt aber auch Weltraumschrott auf Himmelskörpern, gerade auf dem Mond und auf dem Mars und auf Asteroiden. Es gibt aber auch bereits Schrott oder noch intakte Systeme jenseits des Sonnensystems mit den Voyager 1 und 2. Bei den Raketentürmen in Kasachstan handelt es sich um sogenannten suborbitalen Weltraumschrott. Das ist Weltraumschrott, der das Umlaufbahn nicht erreicht hat, sondern zurückfällt auf die Erdoberfläche. Es geht um Treibstoff, um Raketenantriebe, zum Teil um Raketenteile oder ganze Raketen bei Absturz. Es geht auch um Raumstationen, jetzt nicht in Kasachstan, aber Skylab zum Beispiel wurde über Australien hinuntergebracht. In der letzten Zeit einige Berichte und Fotoreportagen zu Raketentürmen in Kasachstan und Altai. Das Ökomuseum in Karaganda stellt eine abgestürzte Protonrakete aus von Kasachstan. Es gibt auch einige Studien jetzt zur
Gefährdung von Menschen und Umwelt durch die Giftstoffe, welches durch den Treibstoff wie auch die Türmeteile freigesetzt werden. Es gibt auch ein Paper über die Konflikte zwischen Aktivistinnen, NGOs, einer NGO und der kasachischen Regierung, um Untersuchungen zu diesen Türmen und der Toxizität bzw. der Gefährdung, die davon ausgeht. Wo landen Türme? Sie sehen auf dieser Karte eine Darstellung. Das ist die Kasachstan. Sie sehen hier Baikonur. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das hier bedienen kann. Oder. Ah, Sie sehen Baikonur. Und Sie sehen ebenfalls in Grau schattiert die Flugbahnen, entlang welcher diese Türme oder auch der Treibstoff herunterfällt. Das heißt, Sie werden später darauf zurückkommen, es ist generell eine östliche oder nahöstliche Flugbahn. Das hängt damit zusammen mit den orbitalen Mechanik, mit der Art und Weise, wie man Raketen ins Orbit, in die Umlaufbahn schickt. Ja, wie wird Weltraumschrott diskutiert? Ich möchte Ihnen eine kurze Einführung in die Debatten geben, die aktuell existieren. Man spricht über Weltraumschutz als ethisches Problem der Kolonialisierung und der Weltmachung des Worlding jenseits der Erde. Was bedeutet es, wenn wir unseren Schrott außerhalb der Erde exportieren? Es geht um eine Herausforderung für kollektives Handeln bezüglich Risiko und Verschmutzung. Es geht um einen Fußabdruck des globalen Kapitalismus, der ebenfalls jetzt bereits jenseits und in der Atmosphäre oder jenseits der Atmosphäre anzutreffen ist. Es werden auch Fragen der Umweltgerechtigkeit gestellt. Was bedeutet das, wenn die fortgeschrittenen Industrienationen jetzt diesen Raum verschmutzen und später kommenden möglichen Raumfahrtnationen diesen Zugang erschweren? Und es wird diskutiert als Bedrohung für die satellitenbasierte globale Mediengesellschaft. Unsere Mediengesellschaft basiert großräumig auf dem Existieren und dem Funktionieren von Satelliten, Mobilfunk, GPS und sollte ein Unfall in dieser Architektur passieren. Es gibt Szenarien, in denen sich kumulative Trümmer sich verbreiten, würde das eine ernsthafte Herausforderung bedeuten. Es gibt aber noch einen ganz anderen Ansatz. Eine Archäologin, eine Archäologin des Weltalls, die sagt, es ist eine Kulturlandschaft und ein Erbe der Menschheit. Was sagt Alice Gorman? Sie ist eine australische Wissenschaftlerin. Sie sagt, dass Weltraumschrott a repository of human ideologies and values, capitalist, communist, mercantile, colonial, gendered, scientific, environmental and cosmological ist. Sie regt an, nicht nur über die Problematik, die diese Weltraumschrott ganz pragmatisch für die Raumfahrt bedeutet, nachzudenken, sondern auch darüber nachzudenken, was bedeuten denn diese Türme? Wie können wir denn diese Türme verstehen? Und das ist auch Ihr Input hier, der mich leitet, nicht Weltraumschrott im Orbit, sondern über Weltraumschrott auf der Erde nachzudenken. Forschung hat aufgezeigt, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Positionierung von Abschussrampen, kolonialen und postkolonialen Beziehungen und marginalen Gebieten und Gruppen. Es gibt auch, Forschung hat auch aufgezeigt, dass es historisch und kulturell spezifische Aktionen gibt auf Dinge, die vom Himmel fallen. Sie werden sich vorstellen können, Dinge, die vom Himmel fallen, sind etwas, das auch mythisch, das auch biblisch aufgeladen ist. Beispiele sind zwar eher pragmatisch hier, Sputnik 4 in Manitoba, Wisconsin und Skylab in Esperance, dazu gibt es Forschung. Und das sind die Ausgangspunkte für mich, um darüber nachzudenken, ja, wie sollen wir jetzt diese Raketentürme verstehen und wie sollen wir sie verstehen, um die Frage zu beantworten, warum fallen diese Raketentürme gewissen Menschen auf den Kopf und anderen nicht. Ich ziehe dazu das Konzept von imperialem Schutt und imperialer Formation hinzu. Das ist ein Konzept, das ich von Anne-Laure Stolder erkläre. Sie ist eine Ethnologin, die in den USA in Princeton arbeitet, in den postkolonialen Studien. Ihr Buch Imperial Debris on Ruin and Renation hat dieses Konzept als erstes Mal hervorgebracht.
Sie stellt die Frage nach dem Nachleben von Strukturen, Sensibilitäten und Dingen einer imperialen Formation. Ich komme auch darauf noch, was imperiale Formation bedeutet. Also sich stellt sich die Frage, was haben denn diese imperialen Formationen zur Folge? Welche langlebigen Strukturen, Sensibilitäten, Kategorisierungen oder auch Materialitäten rufen sie hervor, die wir heute antreffen? Also es geht um, sie formuliert das etwas kompliziert, the more protracted imperial processes that saturate the subsoil of people's lives and persist, sometimes subjacently over a long durée. Es geht also um materielle und soziale Fragmente und Ruinen, welche die Dauerhaftigkeit von politischen Formen manifestieren. Und ich schlage vor, diese Raketentürme unter diesem Aspekt zu betrachten. Das ist das, was ich auch dann in der Folge mache. Der Begriff, den sie noch benutzt, möchte ich auch noch anschauen. Imperial Schutt entsteht als Folge imperialer Formation, Imperial Formations. Sie spricht hier von lang andauernden Konstellationen symbolischer und materieller imperialer Macht. Also sie spricht von imperialen Machtverhältnissen, die lang andauern. Und sie sagt dann auch im Originalzitat, imperial formations are relations of force and political forms that endure beyond the formal exclusions, that legislate against equal opportunity, commensurate dignities and equal rights. Also sie sagt, das sind Formationen, die Machtbeziehungen und politische Formen, die eben länger dauern als die formalen, sagen wir, rechtlichen oder militärischen oder sicherheitsdispositiv geleiteten Ausschlüsse, Formen von Ausschluss und Formen von Diskriminierung. Und das eigentlich ist ihr Forschungsfokus. Sie interessiert sich eben zu sehen, was passiert denn, wenn diese formellen Mechanismen nicht mehr da sind, ob diese Schutt, wie sie das nennt, trotzdem präsent ist. Was interessant ist an ihrem Konzept, ist, dass sie Imperialität nicht nur auf eine Beziehung zwischen Metropole und Kolonien oder Peripherien bezieht, sondern sie hat ein weiteres Verständnis von Imperialität. Es muss nicht eine Regierung eine Metropole sein, die abhängige Kolonien hat, und es können auch ganz bestimmte Informationen von Macht sein. Ich werde Ihnen diese dann aufzeigen, von welchen ich denke, dass sie relevant sind und diese Raketentürme hervorbringen. Es ist auch wichtig zu sehen, dass diese imperialen Formationen eben interagieren, aufeinander aufbauen oder sogar im Wettstreit sind. Und auch das, denke ich, dass dieses Beispiel sehr schön aufzeigt. Es handelt sich um dezentrierte und multilokale Formen von Macht, die nicht nur auf der gängigen Annahme von euroamerikanischem Imperialismus beruhen. Ja, von welchen imperialen Formationen spreche ich, wenn ich an diese Raketentürme denke oder wenn ich über diese Raketentürme nachdenke? Es sind primär zwei. Und ich werde hier ganz wenig Hintergrund geben müssen zur Sowjetunion. Ich denke an die Sowjetunion als politisches Konstrukt. Das heißt, ich denke nicht an die Sowjetunion als globale Supermacht oder als größtes sozialistisches Experiment der Geschichte, sondern die Art und Weise, wie die Sowjetunion politisch aufgebaut war. Die Sowjetunion wird als Imperium der Nationen bezeichnet von Franzen Hirsch, die das geprägt hat. Am Beginn der Sowjetunion haben sich die Führer an der Macht dagegen entschieden und dafür entschieden, ein anderes Modell, einen anderen Weg zu gehen, als was sie als gescheiterte zivilisatorische Mission von Westeuropa verstanden. Sie wollten ein anderes Modell haben als eine Metropole mit abhängigen Regionen, wie das zum Beispiel Britisch-Indien hatte. Sie haben sich dafür entschieden, den Stämmen und Völkern in diesem Gebiet eine Nationalität zu verleihen und über diese Nationalität einen Weg zur sozialistischen Gesellschaft zu ermöglichen, in Ablehnung eben dieses kolonialen Modells. Das hat zwei wichtige Konsequenzen. Die Sowjetunion
eine Affirmative Action Empire, das darauf beruhte, dass es Freundschaft gab zwischen den Nationalitäten, als Nationalitäten definierten Völker unter der Führung von Russisch und Russland und also der russischen Sozialistischen Republik und der russischen Kultur. Das heißt, es gab diese Freundschaft der Völker, auf dem Papier natürlich, aber unter der Führung von Russland. Gleichzeitig gab es, und das ist sehr wichtig, eine duale Institutionalisierung. Das ist eigentlich auch das Modell, das politische Konstrukt, das ich hier anspreche. Die Sowjetunion hatte zwei Formen von Institutionalisierung. Es war einerseits eine ethnokulturelle. Die Sowjetunion bestand als Volk verschiedenen Nationalitäten, die definiert wurden in einem Prozess. Auf der anderen Seite bestand sie aus politisch-territorial geschaffenes Konstrukt von verschiedenen Republiken. Diese beiden Formen von Institutionalisierung überlappten, standen zum Teil in Spannungen. Es gab für jede Nationalität, oder nicht für jede, für die wichtigen Nationalitäten, gab es eine Republik, die dann aber nicht deckungsgleich war mit den Menschen, die diese Nationalität, die dort oder anderswo leben. Es gab diese Spannung zwischen diesen beiden Formen von Institutionalisierung. Das ist für mich die eine imperiale Formation. Es ist wichtig für Sie zu wissen, dass diese Grenzen, die Art und Weise, wie die Sowjetunion geschaffen wurden, dann zu den Nationalstaaten führten. Also diese Grenzen, die in diesem Prozess geschaffen wurden, der Sowjetrepublik in diese Art und Weise Nationalität zu gestalten, wurde dann sie wurde dann international. Das zweite imperiale, ich gebe Ihnen hier noch einen kleinen Kartenüberblick, wie das in Zentralasien aussieht. Sie sehen hier die kasachische SSR. Die zweite Formation ist der Kalte Krieg, und zwar nicht als historische Periodisierung, sondern als Komplex der Wissenschaft, Technologie, Militär und Industrie. Der Wettlauf ins All, dieses Space Race zwischen der USA und der Sowjetunion, war ein zentrales Element dieses Kalten Kriegs. Und die Eroberung des Weltalls, also das Rennen um die erste Person, den ersten Astronauten im All, das Rennen um den Mond, es ging nicht um einen technischen Vorsprung, obwohl der sicher sehr zentral war, sondern es geht eben auch um eine ideologische Überlegenheit. Es gab damals eine enge Verbindung, wie es auch heute gibt, zwischen Militärprogrammen und der Raumfahrtindustrie. Und Wissenschaft nahm hier eine zentrale Rolle ein. Wissenschaft war zentral in diese Zeit des Kalten Kriegs und wurde als Lösung für politisch-kulturelle und soziale Probleme gezogen. Auch diese imperiale Formation, und hier sehen Sie, das ist nicht ein Land oder eine Metropole mit Peripherie, das ist eine Formation, wie sie eben Laura Stoller beschreibt, hat eine lange Wirkung. Heute prägt uns der Kalte Krieg noch einerseits mit den Umweltschäden, aber der Kalte Krieg hat auch die Umweltbewegungen dann hervorgebracht. Also die Art und Weise, wie Dinge damals physisch oder materiell geschaffen wurden, wie eben auch ideologisch und wissenschaftlich formuliert wurden, hatte lang andauernde Wirkung. Als Bild dazu ein Modell von Sputnik, der ersten Satelliten im All. Das sind die beiden imperialen Formationen, die ich Sie bitte im Kopf zu behalten. Wir kommen jetzt endlich zur Geschichte des Weltraumbahnhofs und der Siedlung Baikonur. Das heißt, wir kommen jetzt auf das Thema woher ganz konkret kommen jetzt diese Raketentürme und warum sind sie dort? Sie sehen hier das Bild, das ich glaube auch an Frau Maul geschickt hatte für die Ausschreibung. Sie sehen hier den Transport einer Soyuz-Rakete in Baikonur mit einer Eisenbahn zur Startrampe. Das ist der Raumbahnhof Baikonur. Er liegt in der südlichen Kasachstan, in der Provinz Kyrgyzstan, und ist ein wichtiger Raumbahnhof. Es ist der erste und älteste Raumbahnhof der Welt seit 1955 in Betrieb genommen.
Ebenfalls der erste Mensch im All, Yuri Gagarin, ist von diesem Raumbahnhof ausgestartet. Es bleibt ein Raumbahnhof von Bedeutung. Bis vor ganz kurzem war es über längere Zeit der einzige Raumbahnhof, von welchem Menschen starteten in den Raum. Es war die Verbindungsstelle zur internationalen Raumstation. Kein anderer Raumbahnhof hat für 10 oder mehr Jahre Menschen ins All geschickt. Cape Canaveral hat die Space Shuttle mit dem Ende des Space Shuttle Programms aufgehört, das zu tun. Und der chinesische Raumbahnhof Jiuquan hat kein Abkommen mit der ISS. Das heißt, es könnte technisch Menschen zur ISS schicken, aber hat kein Abkommen. Baikonur wird seit dem Zerfall der Sowjetunion von der russischen Raumagentur Roskosmos betrieben mit einem Leasingvertrag von Russland mit Kasachstan bis 2050. Im Moment dient Baikonur militärische, wissenschaftliche und kommerzielle Raumfahrt. Das heißt, es werden Flüge nicht nur von Roskosmos betrieben, sondern es werden auch Flüge gemietet, Astronautenplätze werden gemietet, gerade für die ISS. Es werden aber auch für wissenschaftliche Experimente werden Plätze gebucht. Ja, was ist die Geschichte von Baikonur? Baikonur wird normalerweise auf die Sowjetunion zurückgeführt, die ganze Geheimhaltung des Kalten Kriegs und die der Wettlauf, dieses Wettrüsten ins All. Aus meiner Sicht ist das zu kurz gegriffen und ich möchte Ihnen kurz aufzeigen, was die Geschichte dieses Standorts ist vor dem Entstehen der Sowjetunion. Und zwar datiert eigentlich dieser Standort mindestens zurück auf die die russische Eroberung von Zentralasien, datiert normalerweise mit dem Fall von Taschkent 1865, aber eigentlich ein gradueller Prozess über das 18. und 19. Jahrhundert. Mit der Eroberung Zentralasiens begannen Pläne dafür, die Region besser zu erschließen. Und 1906 wurde dann mit dem Bau der Transaralbahn begonnen. Die Transaralbahn verbindet Moskau über Orenburg mit Taschkent und es ist die erste Bahnverbindung nach Zentralasien neben der Transkaspischen Bahn, die aber nicht direkt nach Moskau führte. Bahnbau war sehr wichtig in der russischen auch imperialen Politik. Sie erlaubte politische und militärische Kontrolle, Logistik und Transport von Gütern und Beförderung von russischen Siedlern nach Zentralasien. Und ganz wichtig, sie ermöglichte auch den Transport von unverarbeiteter Baumwolle von Zentralasien in die Textilfabriken Moskau. Baumwolle war ein wichtiger Grund, wenn nicht der Hauptgrund auch für die Eroberung von Zentralasien. Die Bahnlinie ersetzte zum Teil Karawanen. Also Sie können sich vorstellen, dass hier eine deutliche Beschleunigung des Transportmöglichkeiten auf der Kapazitäten stattfand. Und diese Arterie eben russische militärische Kontrolle, koloniale Ausbeutung und industrielle Moderne, wo Baikonur dann schlussendlich gebaut wurde. Ein anderes wichtiges Element ist natürlich die Verschiebung von Truppen. Russland konnte über diese Bahn Truppen verschieben nach Zentralasien. Das wurde auch getan, zum Beispiel bei den Aufständen 1916. Das ermöglichte Truppen rasch nach Zentralasien zu bringen. Hier auf der Karte sehen Sie noch einmal, Sie sehen die Zuglinie ansatzweise. Orenburg ist jetzt nicht vermerkt. Der Pfeil zeigt auf den Standort von Baikonur. Sie sehen unten Taschkent als Ort. Der Standort für den Weltraumbahnhof wurde schlussendlich Tjuratam gewählt. Ich bin sicher, dass Sie von Tjuratam und mit ziemlicher Sicherheit noch nie gehört haben. Tjuratam ist ein kleines Dorf an einem Bahnhof von dieser Transaralbahn. Ist unklar und auch umstritten zwischen der kasachischen Regierung und der russischen Regierung heute.
wie wann dieses Dorf entstand, aber es ist wahrscheinlich, dass es gegründet wurde durch die Installation einer Wasserpumpe. Jonathan liegt am beiden Hauptflüsse Zentralasiens, damit der Wasservorrat der Dampfeisenbahnen wieder aufgefüllt werden konnte. Das war eine Pumpstation. Dieser Standort wurde ausgewählt als Teststandort erst für Interkontinentalraketen, bevor er dann eben zum Weltraumbahnhof funktioniert wurde. Es gab verschiedene mögliche Standorte damals, die in Erwägung gezogen wurden von der sowjetischen Regierung, die Kaspische Region, die Wolga. Tyatam hatte einige Vorteile, die direkt aus dieser kolonialen Geschichte kommen. Eine Bahnverbindung zu den industriellen Zentren der Sowjetunion. Sie müssen sich vorstellen, das war die einzige Verbindung, die damals existierte. Tyatam hat eine Nähe zum Äquator, ohne gleich an der internationalen Grenze zu sein. Das war wichtig für die orbitale Mechanik, die Art und Weise, wie sie Raketen in die Umlaufbahn schießen. Es hat eine genügend große Fläche für einen Raumfahrtkomplex und es war perfekt genug, um es geheim zu halten. Und denke ich, sehr wichtig, es hatte die Möglichkeit für Flugbahnen ostwärts über, wie das zitiert wurde, wenig besiedeltem Gebiet. Der Bau von Baikonur, das sowjetische Verteidigungsministerium pachtete Land von der kasachischen SSR, um das Baikonur zu ermöglichen. Der Weltraumbahnhof Baikonur ging dann noch mit einer Siedlung einher, wo Personal untergebracht wurde. Da gab es verschiedene Namensgebungen von Saria, Morgenröte zu Leninsk, Zvezda Graz, Sternstadt, Baikonur. All das geschah unter strenger Geheimhaltung. Es gab auch einige Verwirrungen und der Standort war 300 Kilometer weit. Eine weitere Siedlung ist mit dem Namen Baikonur. Aber westliche Beobachter hatten eigentlich genaue Kenntnisse zu Baikonur bereits 1960. Und es ist schwierig, sich vorzustellen, dass die sowjetische Regierung die eigentlich Entwicklung nicht antizipierte, die sie mit dieser Raumfahrt förderte, das heißt Luftbilder. Also es ist wahrscheinlich, die ganze Geheimhaltung war auch vermutlich nach innen gerichtet. Die Siedlung wuchs stark während des sowjetischen Mondprogramms in den 1960er Jahren und hatte 100.000 Einwohner in den 80er Jahren. Ja, was bedeutet die Raumfahrt denn in der Sowjetunion? Ich hatte es bereits angetönt, es war ein zentrales Element der sowjetischen Moderne. Sputnik und Gagarins Flug hatten große ideologische Bedeutung für die Sowjetunion. Es bestätigte eine der zentralen Rechtfertigungen für sowjetische Herrschaft und das war technischer Fortschritt und wissenschaftliche Rationalität. Es bedeutete auch ein Triumph für die Natur, die eben durch Vernunft und Aufklärung bedingt war, nicht durch einen Gott. Und dieses Thema der sowjetischen Moderne zieht sich durch ganz verschiedene Bereiche. Ich möchte Ihnen das jetzt erst Ihnen das etwas anschauen an der Siedlung Baikonur, über die viel weniger eigentlich gesprochen wird. Es wird mehr über den Raumbahnhof gesprochen. Die Siedlung Baikonur war für administratives und technisches Personal des Raumbahnhofs gedacht. Es war eine geschlossene Siedlung. Also die Sowjetunion hatte grundsätzlich ein internes Passsystem. Sie konnte sich nicht einfach frei bewegen. Aber sie hatten auch es gab auch geschlossene Siedlungen mit strategisch wichtigen militärischen oder wissenschaftlichen Institutionen und Einrichtungen, die nur auf spezielle Bewilligung betretbar waren. Baikonur als Siedlung ist ein Abbild sowjetischer Urbanität der Zeit. Mehrstöckige Wohnblocks, Park, zentrale Parks, Kino, Theater, Haus der Kultur, Bildungs- und Gesundheitsinfrastruktur, vielleicht ein Erholungsort in der Nähe. Es war eine sogenannte Siedlung städtischen Typs, wie man das nannte, Basolkaraspove Tipa, wie sie ganz viel in Zentralasien gebaut wurden, gerade auch um Minenorte. Das sind Siedlungen, die meistens von Grund auf neu erschaffen wurden.
sind Siedlungen, die primär russisch-historische Referenzen hatten, also russische Straßennamen und kulturelle europäische klassische Musik und nicht die, kasachische an diesem Beispiel förderten. Das sind eigentlich Elemente, die wir anderswo auch finden. Ästhetisch war das funktionalistische und minimalistische Modernismus der Chruschtschow-Periode, das ebenfalls eigentlich die Raum, die ganze Raumfahrt, die Infrastruktur der Raumfahrt prägte. Bewohnt war Baikonur primär von russischen und anderen europäischen Nationalitäten. Die Standardsprache war Russisch. Baikonur hatte privilegierten Zugang zu Konsumgütern, das war die sogenannte Moskauer Versorgung, Moskowska Obispitschenie, immer noch sehr in Erinnerung gelobt in Zentralasien. Es handelt sich um eine Wirtschaft mit Defizit, mit vielen Gütern, die nicht erreichbar waren, nicht erhältlich waren. Diese Kleinstädte hatten besseren Zugang. Es gab also enge diskursive und materielle Verbindungen zu den sowjetischen Machtzentren. Es war in diesem Sinne ein Außenposten, wie viele andere auch, den entfernten und nicht-europäischen Gebieten der Sowjetunion. Ich zeige Ihnen hier ein Bild, das sind die Wohnblocks. Das ist der Platz, wo Lenin auch heute, sind vor kürzlich aufgenommen, wo Lenin wieder oder immer noch steht. Was war das Umland von Baikonur? Was war rund um diese Insel, diese Außenposten russischer Kultur? Baikonur stand auf der kasachischen Steppe mit rauen klimatischen Bedingungen. Es war umgeben von einer ruralen Welt von Viehzucht und Ackerbau, organisiert in staatlichen und kollektiven Betrieben. Der Begriff kollektiver Betrieb, Kolchos, war immer auch ein negativer Begriff im russischen Sprachgebrauch, es war eine abschätzige Bezeichnung für die ländlichen Gegenden und deren Rückständigkeit. Östlich von Baikonur wurde als Downrange, also unterhalb von Baikonur, als Fallzone von Raketentürmen verstanden. Außerhalb von Baikonur, die Fallzone war eigentlich alles die Kehrseite von sowjetischer Moderne, rückständiges, rurales, indigenes Ödland. Ja, die kasachische Steppe, das ist auch die Verbindung zu meiner bisherigen Forschung. Dieses Verständnis der kasachischen Steppe als Ödland ist etwas, was wir nicht erst in der Sowjetunion verorten können, sondern ist ebenfalls ein koloniales Erbe. Es ist etwas, was in der vorsowjetischen Zeit stark geprägt wurde von der russischen Verwaltung und Ingenieuren, spezifisch auch in Verbindung mit Bewässerungsprojekten. Die Bezeichnung für Steppe war oft leer, tot, verlassen und trostlos. Gleichzeitig, und das mag paradox sein, war hatte die Steppe ein Potenzial in diesem Verständnis, man kann etwas daraus machen, wenn man es nur richtig anstellt. Und die lokalen Leute haben es eindeutig nicht richtig angestellt oder die haben es sogar für Anstrengungen zunichte gemacht. Baikonur ist eine Russifizierung von Baikonur und das heißt auf Kasachisch, ist eine mögliche Interpretation reiche Erde, fruchtbares Land. Und es weist darauf hin, dass gleichzeitig dazu, dass die Steppe als Raketentürme definiert wurde, sie auch das Potenzial hatte für die Neulandeschließung. Also die Neulandeschließung und Chruschtschow ging eigentlich gleichzeitig mit der Erstellung von Baikonur als Raumbahnhof einher. Und das eröffnet Ihnen vielleicht ein bisschen die Komplexität, diese Idee, eine Steppe als defizitär mit Potenzial. Das Potenzial kann realisiert werden an gewissen Stellen, aber daneben ist es Ödland und eine Schutthalde. Interessanterweise, dieser Begriff Neuland auf Russisch Zilina ist polysemisch, ich möchte jetzt auch nicht im Detail darauf eingehen, wurde sowohl für landwirtschaftlich ungenutztes Land wie auch für das Weltall verwendet. Also diese Erschließung der sowjetischen Moderne, Neuland, wie auch im Weltall, hatte deutliche Parallelen. Und Gagarin hat also einen Orden bekommen für die Eroberung von Neuland. Ich zeige Ihnen noch einige Bilder. Es ist nicht die kasachische Steppe, es ist die Hungersteppe in Usbekistan, zu der ich gearbeitet hatte. Diese Idee des Ödlands, das ist ein Archivbild.
Und dann die Vorstellung, dass sie eben erzwungen werden muss, erkämpft werden, besiegt werden muss. Und ich mag dieses Bild, weil es so grafisch zeigt, mit welcher Wucht und Macht dann dieses Land gezwungen wurde, auch produktiv zu sein. Sie sehen es. Was ich Ihnen jetzt in diesem Teil etwas nahe bringen möchte, ist diese Spannung zwischen Baikonur, der Abschussrampe, der Siedlung und dem Umland, das als Ödland definiert ist. Und ich hoffe, Ihnen da etwas aufzuzeigen, wie diese Spannung, also diese Definition eben nicht etwas ist, was nur zufällig entstanden ist, sondern was eben auch Geschichte hatte, was auch bestimmte Denkweisen, durch bestimmte Denkweisen entstanden ist. Ich möchte mich jetzt noch der Kategorisierung und Hierarchien der Raumfahrt zuwenden. Eine Folge dieser Dynamiken, dieser Formation war nicht nur, dass Land klassifiziert wurde, sondern eben auch Menschen. Also die Raumfahrt, um es ganz direkt zu sagen, schuf zwei Typen von Menschen. Einerseits die Kosmonauten als Helden, Heldinnen, meistens Helden der Sowjetunion und Vorhut der Menschheit im All. Auf der anderen Seite schuf sie die spärliche Bevölkerung, rurale Viehzüchter und Landwirte, welche Raketentürme und giftigen Treibstoffen ausgesetzt werden. Ebenfalls gab es geschlechtliche und ethnische Hierarchien. Kosmonauten waren fast ausschließlich Männer, mit der Ausnahme von Valentina Tereshkina, eine Frau, die propagandistisch auch sehr stark ausgeschlachtet wurde. Und es waren praktisch ausschließlich ethnische Russen. Die Webseite Astronauts of Kazakhstan listet drei Astronauten. Der erste Astronaut ist Dr. Albakirov, der erste kasachische im Raum nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Es gibt eine sehr schöne Darstellung von Andrei Ujica im Film Out of the Present, wo dargestellt wird, dass er nach einigen Tagen zurückgesendet wurde, weil er nicht das richtige Training, nicht die richtige Ausbildung hatte. Zentralasiaten sind generell untervertreten, waren generell untervertreten in Wissenschaft, Technik und Industrie. Bis heute gibt es verschiedene Debatten dazu, ob es aktive Diskriminierung war oder kulturelle Präferenzen. Ich möchte Ihnen dazu noch einige Bilder zeigen. Hier ist das Bild, die Darstellung des ersten, der ersten Klasse, der ersten Kategorie von Menschen, die Kosmonauten als Helden, als Vorhut der Menschheit im All. Sie sehen verschiedene Helikopter, die ausgesendet wurden. Die Kapsel in der Mitte ist ein Blick aus einem Helikopter, die mobilisiert werden, um diese diese Astronautinnen, wenn sie landen, zu bergen. Und das zweite ist das Bild eines kasachischen Hirten, der seine Herde über eine Stadt, das ist Aktalins, glaube ich, eine Landebahn treibt, von wo aus diese Helikopter starten. Ich zeige noch ein drittes Bild, das vor kurzem aufgenommen wurde in Baikonur, in der Siedlung Baikonur, das zumindest Hinweis darauf, die Möglichkeit gibt, dass es auch in Baikonur heute noch eine ethnische Stratifizierung gibt von Aufträgen. Die beiden Damen, die Sie im Vordergrund sehen, das Putzpersonal, Reinigungspersonal ist, sie sind mit Sicherheit nicht Russinnen, sind vermutlich Kosachinnen oder andere Gruppen. Ja, Raketentürme als imperialen Schutt. Es gibt noch einen wichtigen Moment, denke ich, den ich hier besprechen wollte. Was passiert mit Baikonur nach dem Zerfall der Sowjetunion? Zerfall der Sowjetunion kam als Schock für Zentralasien. Die zentralasiatischen Staaten waren unter den letzten Republiken, die sich unabhängig erklärt haben. Zentralasien war ganz stark subventioniert in der Sowjetunion. Es gab ganz viele Transfers von den Industrieregionen im westlichen Teil nach Zentralasien. Ich hatte bereits gesagt, eine Folge davon war, dass die ehemaligen Sowjetrepubliken mit dieser Idee der Nationalitäten zu Nationalstaaten wurden. Dies war natürlich für den Raumbahnhof und der Siedlung Baikonur eine Herausforderung. Plötzlich befand sich Baikonur auf kasachischem Territorium. Das Territorium wurde, da es eben mal gepachtet wurde vom Zentralstaat, stellte Russland Anspruch an diese Infrastruktur,
und an das Territorium mit der Begründung, dass Russland der Nachfolgestaat der Sowjetunion sei. Es ging um natürlich enorme finanzielle Vermögenswerte dieser Infrastrukturen. Es ging auch um eine Kontinuität von Raumprogrammen. Mir, die Raumstation war damals noch im Umlauf und ist eine ganze Weile lang weiter im Umlauf geblieben. Mir hatte auch Astronautinnen zu dieser Zeit, Kosmonautinnen, die den Zusammenbruch der Sowjetunion von mir aus beobachtet haben. Schlussendlich wurde die Beziehung in einem Vertrag von 1994 geregelt. Pacht von Baikonur von 115 Millionen US-Dollar pro Jahr wurde dann auf bis 2050 erweitert. Was heißt das heute für Baikonur? Das Territorium von Baikonur gehört zu Kasachstan, aber Russland via Roskosmos übt eigentlich eine Quasi-Souveränität aus. Es gibt weiterhin einen beschränkten Zugang zu Baikonur. Russische Rubel sind das Zahlungsmittel in Baikonur und die Quasi-Souveränität von Baikonur fluktuiert entlang der Flugbahnen, weil mobile Teams AstronautInnen und Raketentürme bergen. Diese Quasi-Souveränität wird angefochten von SchrotthändlerInnen im Rennen um Altmetall. Ich komme dann noch einmal auf das Bild. Es geht um Leichtmetalle, Titan- und Aluminiumverbindungen wie Kupferdraht. Aber es geht auch, diese Türme werden auch für lokales, als lokales Baumaterial, Spielplätze, Schlitten für Kinder und Museumsexponate verwendet. Ich komme jetzt kurz vor Schluss noch einmal zurück. Who else? Die Frage, who else do you know in the world that lives under the paths of rockets? Wie der Aktivist fragt. Ich habe versucht, ihm zu zeigen, dass es eine Reihe von historischen Gründen gibt, warum heute Menschen unter der Bahn, unter diesen Flugbahnen leben. Es geht um ein Aufeinanderfolgen und Überlagen verschiedener imperialer Formationen vom Russischen Reich mit der Kontrolle von Zentralasien zur sowjetischen Konstellation von Nationalitäten und also Imperium der Nationen zum Kalten Krieg mit der Kompetition, mit dem Wettkampf um das All. Und dass und dann die postsowjetische Situation, eine Machtbeziehung in diesem postsowjetischen Raum, wo Russland nach wie vor eine dominante Stellung hat. Ich hoffe, Ihnen damit aufgezeigt haben, dass es eben hier sich um diese Langlebigkeit von materiellen und symbolischen Strukturen und dass es zu kurz greifen würde, wenn wir uns diese Türme nur vor dem Hinblick der Gegenwart anschauen würden. Ich denke auch, dass es eine wichtige Korrektur ist der gängigen neoliberalen Analysen von Raumfahrt, weil ein Fokus auf Kapitalismus zwar erklären kann, warum diese Raketentürme entstehen. Sie entstehen, weil Bedarf besteht an der Eroberung des Weltraums, an Plätzen, an der Versorgung. Aber sie können nicht erklären, wem diese Türme dann auf den Kopf fallen und warum diese Gegend überhaupt als Schutzstandort definiert wurden. Und ich komme da damit auch zurück auf die Ziele. Wenn wir über Raumfahrt nachdenken in der Geografie, ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht nur ein technisches oder astrobiologisches Thema ist, sondern es eben auch ein konkret politisches und geografisches, weil Raumfahrt eben auf der Erde solche Strukturen verstärkt, mobilisiert oder neue Strukturen schafft. Und nicht zuletzt, etwas wenig neu jetzt am Thema ökologische Transformation, denke ich, ist eben auch sehr wichtig, dass wir diese Prozesse ökologische Transformation auch mit einem historischen Blick, von einer historischen Perspektive her verstehen. Damit hatte ich geschlossen. Ich zeige Ihnen noch einmal das Bild und ich weise Sie darauf hin, dass am Horizont diese Lastwagen sich nähern und es sind mit 2000 mit ziemlicher Sicherheit sind es Lastwagen von Altmetallhändlern, die diese Raketentürme für Altmetall zu bergen versuchen. In diesem Zeitraum wurden sie vermutlich noch nach China weiter verschickt und weiterverkauft. Ja, ich habe soweit geschlossen und freue mich auf Ihre Fragen. Ganz herzlichen Dank.
viele Anknüpfungspunkte auch hat zu den letzten Vorträgen, weil die immer wieder mit diesen Infrastrukturen zu tun haben, die eigentlich aus dieser engen Verschmelzung kommen der Republik unter der Sowjetzeit. Wir haben überall in diesen Spuren der sowjetischen Moderne auch, die sich bis heute nachziehen und dann eben auch diese Infrastrukturen, die nicht vor Ort sind, aber jetzt schon eingeführt. Hört man mich nicht? Soll ich Fragen selber entgegennehmen oder zu? Ja, Sie also wenn also die Geschichte der Türme ist so, dass am Beginn beim Bau beim Betrieb von Baikonur wurden die am Anfang eigentlich alle eingesammelt und dann hat der Raumverkehr einfach so stark zugenommen, dass sie mehr und mehr liegen geblieben sind. Ich kann Ihnen nicht Auskunft sagen, Aufkunft geben, wie häufig oder wie oft das der Fall ist, dass die Türme nicht in die vorgesehenen Zonen fallen. In den vorgesehenen Zonen sollten sie im Prinzip keinen Schaden anrichten. Und das ist aber auch nur Theorie, weil Zentralasien ist und sie möglicherweise nicht davon ausgehen können, dass sich niemand in diesen Zimmern aufhält, in diesen Zonen aufhält. Was jetzt ist, nach dem Zerfall der Sowjetunion war diese Türmebeschaffung etwas sehr Aktives. Und zwar wirklich für das Altmetall. Und ich denke auch, dass das erst vor kurzem jetzt ist, seit vielleicht 15 Jahren, seitdem Baikonur wieder diese mobilen Teams schickt, die sie einsammeln sollen. Und gerade von dieser Zeit, und Sie sehen es, dein Datum, das Bild ist datiert mit 2000, ist davon auszugehen, dass sehr viele Türme lokal geborgen wurden und dann ganz für verschiedene Zwecke verwendet wurden. Die Problematik davon, also die Situation war nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine desolate wirtschaftliche Lage, die dazu geführt hat, dass Menschen versuchten, sich zu behelfen mit Baumaterialien, auch ungewöhnlichen oder mit Möglichkeiten, Geld zu verdienen, die vorher nicht notwendig waren, also mit diesem Verkauf von Altmetall. Das hat sich sicher in der Zwischenzeit etwas geändert. Heute sind es meist professionelle Schrotthändler, die dann wirklich diese Türme in Einzelteile zerlegen und dann auch verkaufen. Das heißt, eben diese Titan- und Aluminiumverbindungen, die auseinandernehmen. Das ist aber natürlich, also toxisch, es ist relativ gefährlich. Ich kann Ihnen aber nicht so viel sagen. Ich hatte nie die Möglichkeit, mit so jemandem zu sprechen. Über die Häufigkeit, es gibt keine Daten, die dazu erhoben worden sind, meines Wissens. Ich kann einfach die Frage stellen und ich wiederhole sie hier ins Mikrofon, damit unsere Zuhörer auch das auch hören können. Vielleicht das Mikrofon nicht zu sehr lassen kann. Der wird sehr kontrovers beurteilt. Einerseits ist es eine Einnahmequelle, allerdings wird auch immer angefochten, der Betrag sei zu tief. Andererseits verlangt Kasachstan hat ein eigenes Raumfahrtprogramm
und ist eigentlich in einem Joint Venture mit dem russischen Raumfahrtprogramm gemeinsam Raumfahrtprojekte zu beteiligen. Meine Vermutung ist, dass das dort trotzdem sehr stark russisch dominiert ist. Dann gibt es das Problem, diese Umwelt, also die Umweltproblematik mit dem Hydrazin, also mit dem Treibstoff. Dort gibt es eine NGO, die im Auftrag des, zentralasiatische NGO, die staatsfinanziert ist, die im Auftrag mehr oder weniger der Regierung diesen Problemen nachgeht, aber von sicher wirksam ist, die kritisiert wird von Aktivistinnen, wie der zitiert ist. Die Situation ist, denke ich, nicht ganz so eindeutig. Es ist sicher eine Einnahmequelle. Kasachstan sieht hier auch die Möglichkeit, sich zu profilieren. Eine Raumfahrtnation ist nach wie vor etwas, das sind nur die großen Nationen. Auch wenn heute 72 Länder weltweit ein Raumfahrtprogramm haben, heißt das überhaupt nicht, dass alle aktiv sind. Dann gibt es die Diskussion, dass Russland diesen Raumbahnhof gerne verkaufen möchte. An einen privaten Investor, also diese New Space. Es gibt mehr und mehr jetzt kommerzielle AnbieterInnen in diesem Bereich, die kommerzielle Flüge betreiben. Sie kennen sicher SpaceX, von Elon Musk haben sie wirklich. Es gibt auch Rocket Lab, es gibt ganz viele. Und dort gibt es dann auch wieder diese Kontroversen. Russland ist daran, einen neuen Raumbahnhof zu bauen im Norden, im Nordosten. Also es ist eine dynamische Situation. Und gleichzeitig denke ich, was mich hier beschäftigt ist, auch wenn Russland diesen Raumbahnhof an einen privaten Anbieter verkauft, der Schrott wird immer noch den gleichen Leuten auf den Kopf fallen. Und das, denke ich, ist schon eine Problematik, die aus dieser ganzen Geschichte hervorgeht. Es gibt das im Chat jetzt. Ja. Zwischen Lettlandschutz und Kapitalismus. Weil die Sowjetunion ist alles kapitalistisch. Und dann zum Beispiel heute China und da der Zusammenhang zwischen der Frage des Kapitalismus und diesem. Ich habe jetzt die erste Frage habe ich verstanden, im Sinn von, eben war die Sowjetunion kapitalistisch? Und die zweite ist die Rolle von China in der Raumfahrt. Da muss ich kurz nachfragen. Es wird hier geschrieben, dass eben auch China verantwortlich ist für den Weltraumschutz. Ja. Und das verstehe ich kurz mit der Frage. Ja. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Sowjetunion kapitalistisch war. Mein Punkt mit dem Kapitalismus war mehr zu sagen, wenn wir das jetzt aus einer kapitalistischen Perspektive anschauen, von wie heute Raumfahrt betrieben wird und Raumfahrt besteht, ist Raumfahrt in Baikonur ist primär kommerziell. Dann ist das zu kurz gegriffen, um zu verstehen, warum diese Raketentürme dort hinfallen, wo sie fallen. Ich würde nicht sagen, dass die Sowjetunion kapitalistisch ist. Die Sowjetunion hatte ihr eigenes komplexes Wirtschaftssystem mit Versuch von Modulierungen, kapitalistische Preise in den 1960ern, das aber schlussendlich nie gegriffen hat. Aber ich glaube, das könnten wir so nicht sagen. China, ja, absolut. China ist natürlich ein ganz großer Player jetzt in der Raumfahrt. China hat viele Raketenstarts von Xichang oder Tianjin. Die Türme fallen über Heilongjiang, das ist der Nordosten, die Provinz im Nordosten, werden aber dort, das ist Sperrgebiet an der Grenze von Nordkorea, und die werden staatlich eingesammelt. Einige davon werden auch ausgestellt, zum Beispiel im Nationalen Museum für Aviatik. Generell, ich weiß zu wenig darüber und ich denke, es ist ganz schwierig, darüber Informationen zu erhalten, ob es zum Beispiel diesen illegalen oder halblegalen Handel gibt mit diesem Material. Die Gegend ist nicht zugänglich, ebenfalls ist die Raumfahrtforschung nationalen Sicherheitsparadigmen unterworfen in China. Es gibt nicht viel Forschung dazu. Aus dem Chat, welche Anreize Kasachstan hatte den Vertrag von 1994 im Jahr 2015 verlängert?
Das ist eine gute Frage. Ich muss gestehen, dass ich die Details der Verhandlungen natürlich nicht kenne. Ich kann mir den Anreiz vorstellen, eben auch diese Aspiration, eine Raumfahrnation zu werden, in ganzen Nationenwertung von Kasachstan, dem vorauszuschicken, vielleicht für Sie die post-sowjetisch-zentralasiatischen Staaten entstanden vor einem Problem nach der Unabhängigkeitswerdung. Sie waren als Nationalstaaten definiert, hatten aber keinen, wie das gängig ist für die Nationalstaaten, keine Erzählung, warum diese Nationenwertung notwendig und zwingend und war. Und das war ist ein Bereich, in dem gerade in den letzten und jetzt weniger, aber in den ersten 10 Jahren sehr viel danach gesucht war, wie können wir denn uns jetzt als Nation positionieren, welche Geschichten erklären, dass wir jetzt eine Nation sind und wie profilieren wir uns jetzt in diesem Nationalstaat-Ebene, internationalen Ebene. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Interesse war. Also das Profilieren von kasachischer Raumfahrt. Es gibt diese Seite Astronauts of Kazakhstan. Es gibt auch die Raumfahrtagentur Kasachstan. Und die Infrastruktur war da, aber ich denke kaum, dass Kasachstan alleine dieses Raumfahrtprogramm hätte stemmen können. Die Option war Privatisierung gewesen, in New Space. Oder dann war es doch besser bekannt, wenn auch nicht sonderlich geliebt war, Los Kosmos. So stelle ich mir das vor. Das ist aber eine spekulative Erklärung. Vielleicht erst hinten davon, wollen wir beide Fragen nehmen und dann schauen, wie viel davon noch da ist. Ja, klar. Ja. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Mikro wieder funktioniert. Vielleicht ich habe es verstanden. Ja, also Ihre Frage ist, warum verbinde ich Kapitalismus, also Raumfahrt mit Kapitalismus? Und Sie haben das Beispiel von Satelliten angebracht, dass aus Ihrer Sicht eben nicht unbedingt kapitalistische Motivationen oder Beweggründe jetzt hat. Nicht notwendigerweise, ja, nicht notwendigerweise. Sie können es versuchen. Wie du dich diesem Gegenstand also näherst aus einer Forschungsperspektive und also wie du Forschung machst, sozusagen deine Empirie, also wie sieht die aus, deine Daten? Also ich fand das total interessant. Also du hast ja verschiedene Quellen zitiert. Also vielleicht kannst du einfach sagen, wie du den Gegenstand erforschst. Das vielleicht auch für die Studierenden, aber ich glaube auch für viele andere. Ja. Ja. Danke. Also dann würde ich bei Frage 1 beginnen, die Frage vom Kapitalismus. Ich gebe Ihnen recht, also Kapitalismus, Raumfahrt lässt sich überhaupt nicht ausschließlich durch kapitalistische Systeme erklären. Gleichzeitig wird Raumfahrt zunehmend eingenommen, also so argumentiert die Sozialwissenschaft von kapitalistischen Mechanismen. Das heißt,
betrifft Bereiche wie Off-Earth Mining, also die Frage von, können wir Ressourcen generieren? Es betrifft auch Satelliten, wer kontrolliert, also welche GPS-Systeme kontrollieren gewisse Gegenden und was bieten wir Ländern an, wenn sie unser GPS-System akzeptieren? Das macht China zum Beispiel. Also oder dann die Frage eben, wer stellt Raketen bereit, wer schafft die kompatiblen Bestandteile. Es gibt auch erste private Launch-Plattformen, Abschussrampen, wo Sie per Webseite Ihren Launch, also Ihren Abschuss buchen können, für einen Mini-Satellit, was auch immer Sie raufschießen wollen. Man sieht eine zunehmende eigentlich Vereinnahmung dieses Bereichs, der früher rein von der Regierung gestemmt wurde, durch kapitalistische Mechanismen. Und deshalb denke ich, hat auch die Forschung, die Forschungsperspektive zielt sehr stark auf diese Neoliberalisierung des Bereichs ab. Und mein Punkt hier war, vielleicht ein bisschen diese Debatte zu verstehen. Ich denke, diese Forschungsperspektive erklärt uns vielleicht Prozesse hier, wie sie jetzt ablaufen. Ne? Ich bin Aktor XY und möchte gerne das in den Weltraum schicken. Das heißt, ich buche bei Roskosmos eine Raketenladung und dann fallen die Trümmer auf die Steppe. Was ich hier sagen wollte, ist, das erklärt, wie die Trümmer vielleicht kreiert werden und nicht, warum sie eben dorthin fallen. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen auseinandernehmen. Ich gebe zu, das gibt es einige Überlappungen, die man noch besser ausleuchten könnte. Wie erforsche ich dieses Gebiet? Was Frau Thieme gefragt hat, hier handelt es sich um ein Paper, handelt es sich rein um Sekundärliteratur. Ich habe keine primären Daten zu diesem Feld. Es geht mir auch jetzt in diesem Paper weniger darum, empirisch nachzuforschen. Das ist ein anderes ganz wichtiger Bereich, der mich interessiert, ist wirklich diesen Weg, diese Raketentürme von Hightech zu Schrott zu verfolgen. Aber hier geht es mir mehr darum, genauer hinzuschauen, wie können wir denn das verstehen, dass diese Aktivisten eben fragt, warum und um Himmels Willen müssen wir unter diesen Türmen leben? Und mit meinem Hintergrund von Zentralasien war mir klar, da gibt es vermutlich eine ganze Reihe, also gute historische Gründe oder Machtbeziehungen, die dazu führen, dass tatsächlich heute das noch passiert. Und das war mir wichtig hier zu zeigen. Es hat vielleicht etwas damit zu tun, dass ich denke, dass man das nicht auch historisch betrachten sollte, wenn man es wirklich näher auch verstehen würde. Was ich mir wünsche und was im Moment nicht realisierbar ist, ist eine Ethnographie von Raketentürmen in Kasachstan, die wirklich diesen Türmen auf diese Verschiebungen von Verständnis, von Materialität, von Wert dann darlegt, wie kann etwas, das wirklich absolut Hightech modernisiert ist, innerhalb von Sekunden Schrott werden. Ne? Und was machen die Leute dann in diesem Wiederbewertung dieses Schrotts? Wie wird es wieder zu Wert? Und das interessiert mich wirklich. Ist aber im Moment schon nur wegen der Situation. Also es ist nicht in diesem Sinne eine empirische Forschung. Nach den Unfällen mit Raketentürmen, wie viele Unfälle sind Ihnen bekannt und dann zur Art der Beurteilung des Problems? Ist das Problem, wenn schon nicht eher die Toxizität abgestützter Stufen? Beurteilung der Zukunft müssen hier noch nicht nach Raketen verschieben werden. Da nicht alle Raketen von Treibstoff verwenden. Die ganzen Raketentypen werden aus dem Verkehr gezogen. Das ist eine technische Frage, die ich nur bedingt mit meiner Kenntnis beantworten kann. Die sowjetische Raumfahrt beruhte stark auf diesen Prototypen, die auch kompatibel sind mit der ganzen Infrastruktur. Das heißt, die Soyuz
und die Proton-Raketen. Mir ist Hydrazin, Heptil, ein Begriff als Treibstoff. Ich bin leider nicht kompetent, um da Auskunft zu geben, welche neuen Typen im Moment in Entwicklung sind. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier auch etwas passiert. Da muss ich leider passen. Tut mir leid. Kurz, es wurde erwähnt, dass viele andere Raumbahnen an der Küste liegen. Ja. Das heißt, dieser Schritt fällt dann ins Meer. Ja. Es scheint was zu bei diesen besseren Lösungen. Das musste eine. Ich denke, das ist eine absolut berechtigte Frage. Das Meer ist, sagen wir, genauso problematisch, schlussendlich. Es wäre spannend, sich zu überlegen, was bedeutet denn, warum ist denn das Meer die bevorzugte Lösung? Zu Artensterben, es könnte auch zur Gefährdung von Schifffahrt, von Fischerei führen. Trotzdem ist es, soweit ich weiß, die bevorzugte Lösung. Auch diese Teile werden eingesammelt, werden geborgen. Ich finde, also für mich, was mich hier an diesem Fall wirklich, denke ich, irgendwie beschäftigt hat, ist wirklich dieser explizite Fokus auf dünn besiedeltes Land. Also diese Idee, es ist zwar Land, aber es macht eigentlich nicht so viel, weil es lebt sowieso fast keiner dort. Und diese ganze Idee, denke ich, kommt jetzt an diesem Beispiel sehr, sehr schön, kann man sehr schön aufzeichnen, welche Überlegungen, wie Gebiete konditioniert werden, wie sie auch beschrieben werden, wie man Ödland schafft. Und das wird vielleicht am Meer etwas weniger gut sichtbar. Und dort sehe ich den Unterschied in den Möglichkeiten zu verstehen, wie schaffen wir Ödland, wie bestimmen wir, dass etwas keinen Wert hat oder eine Abfallhalde ist. Ne? Eine Abfallhalde für, also die, denke ich, das gegen die andere die Kehrseite von einer hochmodernen, hochtechnologischen, ein hochtechnologisches Unternehmen. Und das war ja eigentlich sehr spannend, das zu vergleichen. Was unterscheidet das? Ja, ich glaube, es gibt definitiv sehr viele Wege, die man hier noch beschreiten kann. Wir müssen zum Ende kommen, eben wegen der Zeit, die wir hier haben. Mir ist nur aufgefallen, abschließend, dass es recht interessant ist, dass die neue kasachische Hauptstadt Astana ja viel näher an den Fallout-Perspektiven liegt. Als Almaty vorher. Das ist eigentlich noch interessant. Offenbar gibt es da nicht so Berührungsängste zwischen Regime und Weltraum. Ja, von uns aus ganz herzlichen Dank nochmal an Christine Bittl fürs Kommen, für den Vortrag. Ihnen fürs Kommen. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. In 2 Wochen auf dem digitalen Kanal. In einer Woche wird Sie von Jens Held noch Informationen bekommen, wie Sie der Veranstaltung zu folgen haben. Und in 2 Wochen treffen wir uns wieder auf Zoom. Für den Vortrag von Monika Bassi. Einen schönen Abend.